Jo, meine Freunde, was geht ab? Und schön, dass du Wambo, er Wambo, sie Wambo, die Lehre des Wambo, die Wambologie, dass ihr am Start seid. Wer kennt es, die Wambologie? So, wir sind am Start und ihr seid am Start. Und ja, es ist endlich soweit. Viele haben gesagt, Tobi, 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 wann kommt sie endlich raus? Wann kommen sie endlich raus? Und ja, hier sind sie. Nicht nur die Project Hextech Mega Core Kisten, sondern auch Project Katharina und diese Skins sind jetzt endlich draußen. Und ja, ich habe mir gedacht, wir gönnen uns mal so ein. Wir machen mal so ein paar von den Dingern auf und gucken mal, was so reingeht. Ich habe schon, ich muss ein bisschen spoilern, ich habe mich direkt drauf zugestoßen, weil die Dinger hier, hier waren drei Dinger für 750 IP. Die konnte man einfach so kaufen, da habe ich mir gedacht, okay, die kaufst du einfach so. Da sind aber nur Icons drin, das ist halt gay. Aber okay, und ich glaube, da waren, nee, stopp, da waren auch Skins drin, damit man so ein bisschen gierig wird, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. What? 8.220 RP, ja gut, okay, alles klar, warum nicht? Okay, das sind halt wahrscheinlich die Skins und Champions noch dabei. Aber 8.220, okay. Ich habe mir gedacht, wir gönnen uns so 5 Boxen. 5 Boxen sind, denke ich, in Ordnung. Wir haben uns mal 5 Boxen hier gekauft. Und schmeißen uns mal rein. Ich habe hier schon so ein paar Sachen, die könnten wir auch mal so auf den Kopf hauen. Und wir gucken mal, was denn so passiert. Und wir öffnen und wir gucken, sind diese Boxen geil, sind diese Boxen scheiße. Wir werden es rausfinden. Auf geht's, los geht's und. Darkstar Varus, der ist schon. Ist es ein. Der 1350er ist schon nicht verkehrt. Der ist gut. Da sind auch immer zwei Dinger drin. Project Yi, das ist. Also, der Skin ist geil, der Champion ist scheiße. Aber der Skin, also. Entweder habe ich jetzt Todeslack oder diese Boxen sind Todes-OP. Und zwei Project Cores. Weiter geht's. Mars Chaco habe ich schon. Den habe ich schon. Schade. Chatterino. Sandstorm Katharina ist jetzt auch nicht so geil, muss man sagen. Und zweimal Project Core. Hä, aber was mich jetzt wundert, ist das, wenn ich den jetzt unter Bündels, müsste das sein, wenn ich den jetzt kaufe unter Bündels. Das, ach, okay, hier kostet das Set nur 5. Ah, okay, lol. Project Disruption Set. Das ist dann Champion plus Skin und ein Icon wahrscheinlich noch dabei. Also Icon, Champion und Skin und das sind dann 8000, weil ich die Champions schon habe, sind es nur 5271 hier. Und Project Over... Hä, stopp mal. Project Overdrive sind 600, aber okay, die habe ich auch. Mir fehlt... Okay, mir fehlt nur Leona. Deswegen passt das, okay. Deswegen ist das... Lol, der Skin, den kann ich hier... Ich kann den Skin für 675 kaufen, das ist ja mega günstig. Für 675 kann ich mir Project Leona kaufen. Das ist günstig, oder? Ja, mache ich doch, oder? Für 6,75 kann man da nichts sagen. Dankeschön. So, habe ich noch ein Icon dafür bekommen? Hier, das sind übrigens die Icons. Die habe ich mir mal ganz greedy freigeschaltet. So, die nächste Box. Die nächste Box. Wo sind meine Boxen? Da. Box, Box. Sollen wir es wagen? Wir wagen es. Kommt, auf sie mit Gebrüll und los! Beast Hunter Sejuani ist mega kacke. Royal Guard Fioros ist auch mega kacke. Okay, also. Ah, und da denkt man immer, da kommt noch was Geiles, dann kommen immer noch diese scheiß Core-Dinger da. Dann gucken wir mal. Komm schon. Box. Ich vertraue auf das Herz der Project Core Boxen. Tu es. Do it. Just do it. Vandal Twitch, der ist geil, aber den habe ich, glaube ich, schon. Vandal Twitch ist geil, aber den habe ich, glaube ich, schon. Ich glaube, den habe ich schon. Blood Moon Akali ist jetzt auch nicht so geil. Also, ich glaube, ich hatte einfach nur Glück, Leute. Ich glaube, ich hatte einfach nur Glück. Die letzte Box schon. Okay, wir kaufen eine Box, kaufen wir uns nochmal zusätzlich. Eine noch. Eine, Leute. Eine. So. Und dann können wir auch mal ein paar Skins noch verballern, Alter. Jetzt! Omega Squad Teemo, nice. Ich hasse zwar den Champion, aber den Skin will ich mir trotzdem gönnen. Weil ab und zu troll ich. Es kommt alle Jahre wieder, troll ich, packe ich den Teemo mal aus. Und da. Omega, also, ich glaube, die Chance auf rote Skins ist 6. Wie wäre es mit Project Katharina, Leute? Ich brauche Project Katharina. Ich brauche Project. Ach genau, man kann diese Dinger hier kriegen. Daraus kann man aus drei so Dingern kann man eine Box machen. Project Katharina. Gelobigt seien deine Klingen.
Deine Rasierung, deine Drehung, Spin to win. Spin to win! Kann man sie überhaupt aus so Boxen kriegen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, aber vielleicht wohl. Vielleicht wohl. Ich weiß es. Es geht. Es ist nicht dieser Skin, aber der nächste. Boah, Shyvana, Alter. Okay, aber ich habe ja gesagt, der nächste. Okay, den Katharina-Skin, den kann ich dann auch direkt gleich reinpacken. Das ist ganz nice auf jeden Fall. Boah, Trundle, Alter, ey. Boah, ey. Trundle, ey. Boah, ey. Trundle, ey. Also es waren zwei rote Skins dabei und ihr seht, ich habe hier so ein bisschen was. Wir hauen jetzt mal ein bisschen was auf den Kopf hier. Also da sind halt sau viele Skins auch drin, ne? Also. Was habe ich hier noch? Wir haben. Den hier habe ich, den kann ich leider nicht weggeben. Den habe ich schon, meine ich. Project E. Oh, und ach stimmt, den habe ich bekommen. Ja, nice. Ah, nice. Project Timo. Omega Squad Timo fehlt mir noch. Mecha Zion, Zero Zero Zion fehlt mir noch. Okay, wir gucken erstmal, was viel wert ist und man eintauschen kann. Wir brauchen nämlich ein paar Essenzpunkte. 250, irgendwas mit 450. Darkstar Varus. Ich finde Frost Varus viel, viel geiler. Deswegen kommt dieser Skin weg. Frost Varus ist einfach viel, viel geiler. Dieser Dark Frostiger Ops da. So. Das sind halt alles Kackskins, die nicht so nichts wert sind. So, den geben wir weg, weil den habe ich schon. Disenchant 600. Dankeschön. Schön. 1200 haben wir. Die Frage ist, wie viel kostet das? 1520. Und die Frage ist, machen wir Cyan oder Omega Squad? Vielleicht könnten wir sogar beide machen, wenn wir alles enchanten. Aber ich wollte jetzt nicht alles enchanten. Wir hauen jetzt erstmal was in die Reroll-Kiste rein. Reroll Jenkins. Reroll Jenkins! Komm schon! Was? Mundo, Alter, ey. Mundo. Okay, wir hauen noch was rein. Auf geht's, los geht's, weg damit. Weg mit dem Scheiß. Weg mit dem Scheiß, ich schmeiß die Fuffis durch den Klo. Weg damit. Ey, Iron Scale, Shyvana, kommen eigentlich auch Skins, die ich schon hab? Nee, ne? Komm jetzt schon. Fiddle me Timbers, Alter. Boah, ey. Ich hab Big Booty, Mega Booty, Rela. Was will ich denn damit? Okay, jetzt müssen wir langsam gucken. Wer ist noch viel wert? Alistar 325, Disenchant. So. Frage: Cyan oder Sion? Timo. Ich glaube, ich würde eher Timo spielen als Cyan. Cyan würde ich nur spielen im A-Ram, wenn ich ihn kriege. Oder im. Ich würde nie Cyan spielen. Ich nehme mir Timo, Alter. Active. Nee, nee, stopp, 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 stopp. Active Upgrade. Upgrade Tido. Tido ist halt Troll, der ab und zu geht er immer durch. Außerdem, ja, rein damit. So. Safari Catlin, Reroll, Reroll, Reroll. Kitty Cat, Katarina. Weg damit! Weg mit dem Scheiß! Braucht doch keiner! Weg damit! Ja, geil! Mal 100 Orange Sands, ja, wie geil! Geiler Skin, der ist ja richtig scheiße. Boah, ist der geil. Mann, Alter, hier Wüsten-Selian, Wüsten-Dat und Wüsten-Samurai. Weg! Weg damit! Braucht keiner! Weg! Ich glaube, ich gehe mich gleich begraben, Alter. Vandal-Twitch habe ich schon. Weg, weg und weg. Das ist das letzte Reroll, was ich habe. Obwohl rein theoretisch nicht. What the fuck ist denn das für ein Scheißteil, Alter? Das sieht nicht nur scheiße aus, das sieht nur noch richtig scheiße aus. Mann.
Skin, Wardskins gibt's auch anscheinend keine mehr. Ist das rausgenommen worden oder was? Hier, was meine ich mit der Scheiße? Kann ich auch nichts machen. Ich könnte. Mann, Alter! Forge, was wollt ihr denn alle hier? Mann, oh! 5 Hextech, Scheiße hier, Mann! Ich mache jetzt einen Champion Chart Reroll. Wahrscheinlich ich krieg hier einen Champion, den ich schon hab, oder? Oder? Gragas, ja geil, hab ich schon. Nice, worth. Richtig worth. So, was haben wir hier? Oh lol, den. Hä, was? Ich hab den nicht mal permanent bekommen? Was? Aber okay, das ist gut, weil wir jetzt können wir nochmal rerollen. Wir haben den nicht mal permanent bekommen? Ja lol. Was ist das denn hier? Mundo Mundo. Ja, weg. Hau rein. Sieh zu. Viel Spaß. Und machst du weiter. Liken nicht vergessen. So. Hab ich schon. Glaube ich. Vielleicht auch nicht. Ja, also, das war's mit dem Project Core Opening. Also, es waren zwei Red Skins, aber ich glaube, also bei sechs Kisten oder sieben, wie viel hatte ich jetzt? Sechs oder sieben. Zwei Red Skins ist schon cool. Aber, also ich glaube, die Kisten, aber du kriegst, musst die Kisten halt kaufen. Ich glaube, man kann sie nicht anders kriegen. Du musst diese verkackten Kisten kaufen. Und in dem Sinne ist es halt, und sie sind teuer, so, ne, im Vergleich zu normalen Kisten. Aber es sind auch immer zwei Skins drin. Also, wenn man Kisten kauft, kann man eigentlich die normalen Kisten noch kaufen? Wo ist denn das überhaupt? Hier oben, ne? Kann man die normalen Kisten noch kaufen? Ja, doch, hier. Ihr seht, hier brauchst du auch einen Schlüssel dabei. Das heißt, wenn du das nicht hast, dann kosten die auch 250. Und hier brauchst du halt nur die Kiste, ne? Machst du einfach auf, kannst du so aufreißen quasi mit der Hände. Wobei, muss man aufpassen, manchmal kennt ihr das so, wenn ihr die Süßigkeiten-Tüten nicht aufkriegt. Ja, aber auf jeden Fall, das war's Opening. War okay, also wir haben zwei fette Skins bekommen. In dem Sinne, haut rein, macht weiter, tschüss, auf Wiedersehen und goodbye. Und herzlich willkommen und schön, dass ihr im Start seid zu einem Hextech Opening. Eigentlich wollte ich so ein Video gar nicht machen, doch jetzt bin ich tatsächlich gezwungen, dieses Video zu machen, weil Riot sich so ein cooles System ausgedacht hat mit so komischen Champion-Marken. Und ich das ja natürlich jetzt auch mal machen möchte, so.